So, guten Tag aus der dunklen Selene. Ja, ich bin nochmal hier ins Winterlager gefahren, um einfach nochmal drüber zu gucken. Weil beim Kran hatten wir schon eigentlich fast alles vorbereitet, dass es halt auch frostfest ist. Das wollen wir auch wieder nach 2 Jahren machen. Ja, und jetzt habe ich vor allem nochmal nach Trinkwasser nachgeguckt, vor allem, dass mir meine teure Pumpe hier nicht einfriert. Aber das hatte ich eigentlich schon geschafft, dass es alles relativ trocken ist. Ich habe gerade mal mit meinem Kompressor durchgepustet. Und jetzt muss ich auch mal gucken, wie spät es ist, weil ich kann heute bloß bis um 12 hier bleiben. Also jetzt ist es vielleicht um 10 oder so. Ich werde wahrscheinlich jetzt mal die Antriebswelle ausbauen. Die will ich mitnehmen. Wegen Propellerputzen und so. Und vielleicht die Wellenbuchse hinten, die ich in Karriaku damals gewechselt habe, die so sau teuer war, sag ich mal. Ich weiß noch, 625 istkaribische Dollar. Hier kostet die vielleicht 50 jetzt oder 40 Euro. Und dann will ich mal vielleicht mal gucken, ob ich noch schaffe, an meinem Masten den Kopf abzubauen und den Bolzen vielleicht mal rauskriegen, dass ich mir schon mal ein paar neue Rollen anfertigen lassen kann oder so, weiß ich noch nicht. Ja, es ist arschkalt. Also ich finde es eigentlich toll. Also zum Beispiel am 24. Dezember hat es ja abends geschneit. Das war der erste Schnee seit 2 Jahren, den ich schon gesehen habe, oder über 2 Jahren. Fand ich toll. Und dann am 25. Dezember, da war ich bei Freunden eingeladen, da hatten wir minus 21 Grad. Also das war ich erstmal gar nicht mehr gewohnt, dass es wirklich so bitterkalt sein kann. Ja, ansonsten ist das Schiffchen hat das eigentlich alles ganz gut überlebt. Das sieht alles ganz gut aus. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich für die Restzeit mir mal so eine kleine To-Do-Liste schreiben. Hatte schon im Blog bisschen geschrieben. Mal gucken, wie viel ich filme von dem ganzen Rumbauen und so. Ja. Achso, muss ich da hinten jetzt mein Werkzeug rauskriegen. Das habe ich ja vermisst. Also, aber mal. Lampe. So. Hier dahinter ist die Klemmung. Die muss ich jetzt mal aufkriegen. Mal gucken. Gut, hat man das erledigt. Ach so, was ich vielleicht noch ganz kurz. Ich hatte hier diese Konstruktion mit dieser. Ja. Da ist ja die Verbindung zwischen Stevenbro und. Moment, dunkler. Da ist ja die Verbindung zwischen Stevenbro und Buchse. Also Stoffbuchse oder Wellenbuchse, Wellendichtung. Mit so einem flexiblen Teil von der Tuning-Technik, vom Tuning-Zubehör für, ich glaube, eine Turbolader-Ansaugleitung oder sowas, die ich hier genommen habe. Und die hat wirklich 2 Jahre 1A gehalten. Kann ich nur empfehlen. Also wenn man hier irgendwie eine flexible Verbindung zwischen dem Stevenrohr und der Buchse braucht, wunderbar. Gut, jetzt legen wir mal einen Gang ein und versuchen mal die Welle hinten rauszuziehen. Ach, ist das dunkel. So, um mal zu zeigen, wie dicht die Boote hier stehen, gehen wir jetzt dahin. Und dann mache ich euch mal den Nachtmodus an.
Gehen wir mal zum Mast. Ja, alles voll. Licht. Nee. Hier ist mein Mast. Und was mir damals auf Karriakou passiert ist, da ist die Rolle ist gebrochen. Und da habe ich hier ein Stück Holz reingemacht. Moment. Was sieht man hier? Hier, das Stück Holz. Und die eine Rolle, hier ist sie drin und hier fehlt sie. Genau, da habe ich jetzt den Bolzen hier schon mal rausgemacht. Dann haben wir jetzt den Mastkopf mal nach oben wegziehen. Hier ist mein Stück Holz. Geschafft. Splint raus, Bolzen raus, Rollen raus, ne? Genau. Das ist das Stück Holz, was ich in Karriakou damals oben reingemacht habe, damit mir das Fall nicht runterrutscht. Und jetzt nach ewigem Geocker habe ich den Bolzen rausgekriegt vom Mastkopf. Und hier ist die Rolle, die noch ganz ist. Jetzt kann ich mal zeigen. So. Und jetzt? Das Lustige ist, hier ist ja so ein Bund an dem Bolzen dran, ne? Scharf, ja. Und jetzt kann ich die hier so durch. Und Achtung, mit ein bisschen Würz passt selbst der Bund von dem Bolzen mittlerweile durch die Rolle durch. Gut. Aber da habe ich eine Vorlage, wie die Rolle aussehen muss, bloß mit Loch kleiner. Sehr gut. Stopfe ich das Bild zusammen wieder und dann geht's weiter.